Nun, diese Art von angewandter Nekromantie ist nicht unbedingt einfach. Es wäre wohl wahrscheinlicher, dass sie die Hilfe einer hinreichend begabten Persönlichkeit hatte, aber dies tut nichts zur Sache gerade. Ihr gedenkt also, die Seelenversetzte aufzuspüren. Ja, die Sache ist die, wir wissen nicht, in wessen Körper sie gefahren sein könnte. Wir haben kurz über Arkos Schar diskutiert, da Druiden wohl häufig eine ihnen nahestehende Person wählen, wenn sie so etwas tun. Auch erinnerten sich die anderen daran, dass Kiaras Karinor, der Raya-Geweihte, der vor mir bei der Gruppe war, eine Gefangene aus einem der Nebenräume gerettet hätte, die möglicherweise auch für so etwas in Frage käme. Aber kurz gesagt, wir wissen es nicht. Und nun ja, wessen Seele sich in einem Körper befindet, lässt sich auch mit unseren Möglichkeiten schwerlich herausfinden. Deswegen ist unser Ansatzpunkt fürs Erste Iphemia. Denn Iphemia stand Dimiona nahe und ihr Verrat an ihr, nun ja, sagen wir so, ich traue ihr immer noch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Dimiona immer noch dort draußen ist, dass auch Iphemia ihr immer noch dient. Nun, während wir in Brabak, könnten wir einige einschlägige Koryphäen in dem Gebiet befragen. Sind wir aber nicht. Also werden wir wohl mit den Mitteln arbeiten müssen, die wir vor Ort finden. Nun, die Beweise, die wir haben, gehen auf diesen sogenannten Magiergrafen von Edas zurück, der kein tatsächlicher Blutsverwandter des Donatian von Terillion ist, sondern, nun ja, wie soll man sagen, der Amtsnachfolger gewissermaßen. Wir haben bei ihm Briefe gefunden, eine Korrespondenz mit Dimiona. Und der letzte dieser Briefe datiert sich auf einen Zeitpunkt, zu dem sie längst hätte tot sein müssen. Nun, welch ein Glück, dass wir vor Ort dann noch andere Nachforschungen anstellen können. Qua dem Tetraeder. Ja, genau. Auch das Tetraeder ist einer unserer Ansatzpunkte. Und nun ja, wir waren gerade bei Iphemia. Ich habe mich im Tempel des Mondenschleiers erkundigt, was sie in letzter Zeit so tut. Und auf den ersten Blick klingt das alles, es hätte alles seine Richtigkeit. Offenbar schickt sie Truppen in die Berge, um dort Jagd auf Mannwidder bei irgendwelchen Verkina-Stämmen zu machen. Nun ja, sie tut auch andere Dinge, die mich auch aufhorchen haben lassen. Sie ist auch hinter einigen Kabalias her. Die Nachtwinde, nun gut, keine Ahnung, was ich daraus machen soll. Aber die Töchter Niobaras sind tatsächlich interessant. Denn die Quellen, die uns vorliegen, besagen, dass man lasst mich noch einen Schritt davor anfangen. Dimiona sagte in diesen Briefen, dass sie hinter dem Zehmal El-Sulef her ist und befahl dem Magiergrafen, sie dabei zu unterstützen, was er offensichtlich ignoriert hat. Und nun ja, um an dieses Artefakt zu kommen, braucht sie Niobaras Erben. Der, wie wir inzwischen wissen, wohl auch ein Erbe von Donatian von Terillion sein könnte. Denn offenbar gab es dort eine Liaison. Nun ja, das sind Gerüchte. Ob daran was war, das wissen wir nicht. Aber es ergibt durchaus Sinn, denn wieso sollte Niobaras Erbe, wenn es nur ihr Erbe ist, denn dabei helfen, das Erbe, das Magiergrafen aufzuspüren? Die Frage ist, warum hat sich Niobara mit seinem solchen Subjekt eingelassen? Sie ist doch auch eine Hesinde-Heilige, nicht wahr? In der Tat. Aber wie ich damals schon sagte, sie wäre nicht die erste Frau, die ihre Liebe einem Unwürdigen schenkte. Was wir also bis jetzt haben, sind zusammenhanglose Vermutungen. In der Tat. Selbst wenn wir diesen Erben finden, was tun wir dann mit ihm?
Und wir quetschen ihn natürlich um all sein Wissen aus. Der Erbe soll angeblich das Zeichen der Schlange tragen, was auch immer das bedeutet. Das könnte auf eine sündegefällige Person hinweisen, aber nun ja, Boltax lebt in dem Glauben, er wäre der Erbe. Und gewiss ließe sich auch etwas konstruieren, dass Serpentilio der Erbe wäre. Also auch hier, wir wissen es nicht. Ich kann euch ganz genau sagen, wessen Erbe ich bin, und ich versichere euch, der Mann hat mit der Donation von Terelia nichts zu tun. Nun, das macht es einerseits schwieriger, ist andererseits eine Erleichterung. Nun jedenfalls, die Kabalia der Töchter Niobaras. Ich denke, man könnte dort durchaus eine Verbindung zu Niobaras Erben sehen. Und dann wusste man beim Fex-Tempel noch eine Sache. Und zwar hat sie offenbar ein ungewöhnlich hohes Kopfgeld auf eine gewisse Kelbara ausgesetzt. Es handelt sich wohl um eine Magierin der Schule der Schmerzen. Ist diese Frau interessante Ansicht, höchst interessante Ansicht, denn, was ihre Publikationen angeht. Ah, ihr kennt sie. Wunderbar. Ich dachte, diese ganze Magier-Zumpf in Elbrum wurde ausgelöscht. So wurde mir erzählt. Ich war richtig dabei, aber ich habe dort keinen gesehen. Zumindest also die Eleven in den Kellern ausgelöscht, ja. Das genau. Aber wenn es irgendwelche anderen Schüler gab, die schon ausgebildet sind, davon weißt du natürlich nichts, ne? Okay, nun gut. Naja, okay. Nun, ich denke, eine komplette Akademie auszulöschen ist schwierig. Es sind schließlich nicht immer alle vor Ort, nicht wahr? Nun ja, Iphemia sucht nach dieser Magierin. Was man natürlich auch im Zuge der Reinigung Orons sehen könnte. Ich weiß nicht, ihr sagtet, ihr hättet Publikationen von dieser Kelbara gelesen? Vor längerer Zeit, beiläufigerweise. Ist sie eine Anhängerin Dimionas gewesen, oder ist euch das unbekannt? Nennen wir sie einfach medizinisch begeistert. Nun ja, diese Akademie hat sich mit dem Lesen aus lebenden Körpern beschäftigt, wenn ich verstehe, was ich meine. Sie haben nicht gemacht, bis sie tot waren, sondern haben sie lebendig verschnitten. Da fiel mein Schauer, läuft dir über den Rücken, als du zurückdenkst an dieses Skalpell, was dich damals aufgeschnitten hat und dir deinen Sekayan-Faden durchtrennte. Ja, was habe mir sagt, ist richtig. Wir sollten die Bastarde auftreiben und umbringen. Oder? Ich bin nicht abgeneigt, aber ich denke, ich würde ihr davor gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich wüsste doch zu gerne, wieso Iphemia so interessiert an ihr ist. Oh, ich bin gerne bereit, das aus ihr rauszubekommen. Nun, wir werden sehen, ob wir sie zu fassen kriegen. Jedenfalls, diese Kelbara wäre ebenfalls ein Ziel. Und nun ja, Truppen in die Berge zu schicken ist leicht. Ich weiß nicht, wie ernsthaft sie diese Jagd betreibt. Aber nun ja, Donation von Terillion soll auch der Gründer der Akademie in Elborum sein. Also vielleicht könnte sich einer oder mehrere von euch dort einmal in der Bibliothek umtun. Mit dem allergrößten Vergnügen, Kapitän, ja. In der Tat. Ich werde auch einmal nach dem Rechten schauen. Ihr solltet euch allerdings auch darüber im Klaren sein, als was wir nach Elborum kommen. Seid ihr einfache Händler oder seid ihr Magier? Ihr könnt nicht einfach euren Mantel fallen lassen und sagen, ich bin jetzt da. Und wenn ihr ein einfacher Händler seid, dann wage ich zu bezweifeln, dass ihr die obere Stadt betreten könnt. Ich denke, es besteht eine gewisse Hoffnung, dass sich noch nicht überall herumgesprochen hat, dass Serpentilio zu uns gehört. Möglicherweise könnte er alleine als Schwarzmagier auftreten, der in der Akademie recherchieren möchte. Jemand sollte ihn begleiten. Als seine Begleiter oder Leibwache. Ja, es ist mir auch nicht wohl dabei, ihn allein gehen zu lassen, denn beim letzten Mal sind unsere Magier von diesen Nachtwinden attackiert worden, die offenbar einen Hass auf alles Magische haben. In diesem Falle wäre es doch nur umso besser, nicht allein zu gehen, nicht wahr? Wir sollten uns auf diese Nacht auf jeden Fall vorbereiten. Ich rechne mit ihrem Angriff und wenn sie es nicht tun, dann werde ich es tun. Wir können so etwas
nicht einfach ungeschoren davonkommen lassen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Da setze ich große Stücke in euch und Serpentilio und euch Abelmir. Ich hoffe, ihr habt da was. Ich wusste gar nicht, dass Elberon von Nachtwinden geplagt wird. Sie sind schnell, können zaubern und sind dabei noch gut mit ihren Waffen. Widerliches Federvieh, muss ich euch zustimmen. Nicht dieses Federvieh. Oh, ihr meint die Schwerter? Nein. Es handelt sich um eine Kabalia. Ich weiß nicht, ob sie euch bekannt sind. Eine geheime Vereinigung, die, nun ja, es sich auf die Fahnen geschrieben hat, Magier umzubringen. Eine Zintiana wusste viel über den, aber naja, mit seinem Wissen können wir wohl jetzt nicht mehr rechnen. Aber ist es nicht so, dass sie auch selbst Magier sind? Ich frage mich, ob sie am Ende dann alle Selbstmord begehen, wenn sie ihr Ziel erreicht haben sollten. Bei solchen Sekten nicht unbedingt von geistig gesunden Personen ausgehen. Jeder müsste mal bedenken, dass es solche Magier gibt und solche. Man setzt sich einfach ein Ziel, das man nie erreichen kann, und wenn der eigene Tod am Ende des Zieles ist, ja, schön. Naja, also die eigene Funktion zu verlieren macht schon irgendwie Angst. Oder bin ich da der Einzige? Nein, seid ihr nicht. Okay, gut. Also, es widerstrebt mir ebenfalls, Serpentilio unter diesen Umständen allein gehen zu lassen. Aber, nun ja, wir anderen sind gefährdeter, dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ich denke, ich könnte versuchen, als Balan aufzutreten und seine Leibwächterin geben. Ich bin ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass man euch erkennt, ist am allerhöchsten. Nun ja, in der Tat. Zumindest in dem Landstrich, in dem alle auf Frauen achten. Ja, ich weiß. Immerhin sind wir in der Aranien und ich kann verschleiert gehen, aber es ist trotzdem. Wer denkt, ihr wäre am geeignetsten, um Serpentilio zur Akademie zu begleiten? Naja, wie steht ihr zu Trollzackerwachen? Ich weiß nicht, ob's durchgeht, das müsst ihr mir sagen. Nun, da müsst ihr wohl sehr überzeugend sein. Mein Zulamakra ist tadellos. Serpentilio, welche Runen hast du auf deiner Hand? Rabak und Merham. Merham, zwei Stück. Also Rabak zusätzlich Merham. Ja, okay, also nichts aus Fasa. Nein. Gut. Aber das ist ja nichts, was ich nicht ändern ließe. Okay, ja gut, das kann man natürlich immer machen, aber war erstmal die Frage, welche Siegel du drauf hast. Ich wusste, ich hätte den Sinnesiegel lernen müssen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Du kannst ja schnell den Dämon fragen. Ein paar Stunden hast du noch. Hey, Xamarnath. Du musst ihn gar nicht beschwören. Das reicht dreimal, den Namen zu rufen. Ja, wenn wir diesmal sowieso einen Dämon beschwören, könnten wir einfach Rafim durch einen Quetzlinger ersetzen, der nicht wie Rafim aussieht und die Sache weggeritzt. Dann hätten wir unsere Leibwache. Jedenfalls, ein geeignetsten wäre selbstverständlich Abelmir. Nun, ich denke, ich bin in dieser Stadt wohl bekannt. Ich war hier schon einmal. Und ihr seid beide Magier und diese Leute sind darauf trainiert, Magier umzubringen. Ja, ich bin bereit, ihn zu begleiten. Ich trage zwar auch diese Magie in mich, aber das wird wohl dafür sorgen, wenn wir in die Magierakademie gehen, dass sie uns angreifen. Und ich hoffe, wir können uns darauf vorbereiten. Dann gehen sie nämlich in meine Falle und ich nicht in ihre. Ja, zweifelsohne. Was genau würden wir denn vor Ort überhaupt suchen? Nun, das ist die Frage. Aber auf dem Gemälde in Janka, das von dem Magiergrafen geschaffen wurde, waren verschiedene Räumlichkeiten abgebildet und eine davon eine Bibliothek. Und eine andere zeigte, ich glaube, eine Steintafel auf einem Podest und einen Djinn. Das könnten Orte sein, die sich in irgendeiner Weise der Akademie zuordnen lassen. Und das könnte überall sein, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, die Akademie wurde von ihm gegründet. Ich weiß nicht, ob es mit einer einfachen Recherche getan ist, aber vielleicht könnte man sich auch ein wenig in den Kellergewölben umtun. Vielleicht. Ich weiß auch nicht, wonach wir suchen, aber
Also das Zentrum des Gemäldes war auf alle Fälle dieses Ritual mit der mit dem merkwürdigen heraldischen Symbol, also dem Wasser, den Palmen und ganz präsent im Hintergrund die weiße Stadt. Und das war schon immer Elbogen. Das ist eben das zentrale Motiv. Vielleicht sollten wir die Stelle aussuchen, an der nun ja der Maler das die Perspektive gewählt hat, um auf diese weiße Stadt zu blicken. Vielleicht hilft uns das weiter. Das ist tatsächlich etwas, was wir bei der Anreise tun könnten. Nun, ich bin nicht glücklich, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass man Diamantis mit Serpentilio die Bibliothek betreten lässt als Serpentilio und ein Trollzacker. Trollzacker sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, pfleglich mit Büchern umzugehen. Zumal die Frage natürlich auch sein wird, in welchem Zustand sich die Bibliothek befindet, wenn wir dort eintreffen. Sie soll ja stark gelitten haben unter den Umwälzungen der letzten Jahre. Gut, die Bibliothek ist ein Ziel. Ich habe noch einen weiteren Anknüpfungspunkt, dem ich möglicherweise nachgehen könnte. Auch das ist vage. Und auch hier wäre es gut, wenn wir Kanizetianer noch fragen könnten, aber nun, diese Tage sind vorbei. Und zwar erwähnte er einmal, dass das Exemplar der, wie heißen sie, die astralen Geheimnisse? Ein Werk Niobaras, das wir im Original besitzen. Kanizetianer hat es in Elborum erworben. Und zwar, wie er sagte, in einem Buchladen, der von zwei Brüdern geführt wird. Das kann nicht so häufig sein. Und vielleicht könnte man dort Nachforschungen anstellen, wie sie an dieses Buch gekommen sind. Denn es ist doch recht ungewöhnlich, oder? Was genau ist ungewöhnlich? Das Buch, allemal, dass der Rest von zwei Buchhändlern in Elberum gekauft hat? Nein, das nicht, sondern dass jemand ein so seltenes Exemplar in seinen Besitz bringt und zum Kauf anbietet. Vielleicht lässt sich dort irgendetwas herausfinden. Nun, wir können uns auf jeden Fall umsehen, auch wenn ich denke, dass ein solches Exemplar vermutlich aus dem Streubestand entstammt, den der Niedergang der Akademie erzeugt hat. Ja, das ist möglich, aber auch wenn es weit hergeholt ist, könnte es nicht auch sein, dass Niobaras Erbe aus Geldnot ihre letzten Werke verkauft oder so? Ist es denn eine Originalabschrift? Ich werde Voltax um das Buch bitten und wir sehen es uns einmal an. Bis später. Nun, es ist definitiv keine entfernte Abschrift. Ich meine mich zu erinnern, dass er sagt, das Original. Wir haben mal Original, ja, auf jeden Fall. Es war nicht die Rede von einer Abschrift. Versteht ihr jetzt, warum ich das ungewöhnlich finde? In der Tat, in der Tat. Nun ja, das ist etwas wahrscheinlich, wo wir erst in Elbrun kümmern müssen. Wie gelangen wir hinein? In welcher Tarnung? Nun, ich dachte als reisender Magier. Für meinen Teil zumindest. Ich denke auch, dass es für euch am einfachsten ist. Ich denke, ich werde mich als reisender Söldner ausgeben. Das wird mir wahrscheinlich... Es ist mir schon einmal gelungen in den Schwarzen Landen. Es wird mir auch hier gelingen. Aber mir hoffen wir aufs Beste. Gebt ihr mir euren Hut? Warum wollt ihr meinen Hut? Dann kann ich mich als reisender Conquistador ausgeben. Ich hätte diesen Hut aber gern wieder zurück in einem Stück. Ganz bestimmt. Er ist mir ans Herz gewachsen. Die letzten 3 Tage? In der Tat. Ich werde ihn euch aushändigen. Denkt ihr, ich könnte als Balayan durchgehen? Das würde zumindest die Bewaffnung erklären. Dafür redet ihr zu viel. Nun, das ließe sich ändern.
Ich denke, ihr müsst an eurem Auftreten einiges machen, Kapitana. Wie gesagt, ein Schleier könnte helfen. Und nun ja, wenn Abel mir als Söldner geht, könnte ich mit ihm unterwegs sein? Das wäre nicht so unplausibel. Zwei Krieger, die sich zusammengeschlossen haben, um nach Arbeit zu suchen? Das sollte funktionieren. In Elbrum werden immer Söldner gebraucht. Seid ihr auch bereit, Chiriacha zu rauchen? Wozu? Balayan. Nicht alle Balayanim rauchen Chiriacha, Hassan. Das ist wahr. Aber würde ich mich als einer der Besten ausgeben, würde ich, denke ich, nur unnötige Aufmerksamkeit erregen. Nun, an meinem Aussehen kann ich nichts ändern, aber ich kann versuchen, es ein wenig durch Kleidung zu kaschieren. Man bekommt eine schöne Frau immer hässlich geschminkt oder unförmig. Nun, einen besseren Plan haben wir nicht. Naja, so sehen wir es positiv. Es ist nicht unser schlechtester Plan. Nun, in Mandena hat das geklappt, aber vielleicht hatten wir dort Glück. Naja, und da waren wir halt vorher auch noch nie. Ich frage mich, ob die Stadt immer noch so stinkt, wie beim letzten Mal. Könnt ihr euch an diesen Geruch noch erinnern? Ja, die Stadt ist ein Müllhaufen. Wie eine schwere Süße und die ganzen Fliegen haben es natürlich auch nicht besser gemacht. Altes Blut, was in den Gassen gelaufen ist. Vor allem am Hafen. Ja, die Fassade ist weiß, aber dahinter... Und diesmal müssen wir hinter die Fassade schauen. Wo kommen wir unter während der Zeit in Elbrum? Ich kann mich jetzt nicht an eine spezielle Herberge erinnern. Ich weiß noch, da gab es ein Hotel, so einen elburischen Hof. Dort wollte der Sultan oder welchen Titel sie nun hat, dass ihr unterkommt. Ich habe auf dem Schiff geschlafen. Bin mir nicht sicher, ob so eine Unterkunft für einfache Söldner geeignet ist. Ich glaube, das wäre wohl kaum angemessen. Eventuell für Serpentilio und euch, Diamantes. Aber wir anderen sollten nun ja uns eher eine etwas bescheidenere Herberge in den Gassen wählen. Wir könnten auch die Hexen noch einmal aufsuchen. Vielleicht würden sie uns Unterschlupf gewähren. Oder denkt ihr, das wäre unserer Tarnung eher abhängig? Ihr wollt wirklich Hexen trauen? Wir sollten so wenig Leute wie möglich ins Vertrauen ziehen. Das kommt wohl noch dazu, möchte ich denken. Nun, dann schlage ich vor, dass die Herrschaften sich mit ihren Verkleidungen vertraut machen. Und Diamantes... Nun, ihr tun müsst ihr nicht. Ihr seht ja schon aus wie ein... Leibwächter.